Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir den Titan Vamedo erst angefangen und eigentlich schon beendet. Denn wir müssen nur noch die Kontrollsiegel hier aktivieren und natürlich den Fluch noch besiegen und dann war es das wieder. Und ich würde sagen, das machen wir direkt. Mach nicht den Fehler, den ich vor 100 Jahren gemacht habe. Damals hat diese Ausgeburt Ganons mich erwischt. Ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber... Räche mich, Link! Sei vorsichtig, ist sehr treffsicher! Okay. Mal gucken, wie wir gegen den hier abschließen, ne? Bro, jetzt danke. Ich glaube, wir nehmen unser altbewährtes Master Sword und hauen ihm ordentlich rein hier. Wenn er nicht direkt wieder abhauen würde. Aber naja, geht ja auch so. Ach komm. Ja, hier. 1, 2, 3. 3? Bro, ach komm. Ich habe ihn echt verfehlt. Da kommst du. Ach komm, ja, da packe ich jetzt einfach mal, weil es mir Spaß macht, meine Elektropfeile aus. Komm schon. Komm, ey, echt jetzt. Ey. Bro. Da mache ich halt den größten Dick-Move überhaupt. Ich nehme den hier und mache den hier. Und gut, damit habe ich ihn wohl schon die zweite Phase geballert. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich einfacher finden soll. An sich ist er ja der einfachste Gegner. Das kann ich auch bis jetzt bestätigen. Weil ich fand schon, der bei Daruk hat wenigstens gut angegriffen. Aber ich weiß nicht. Alter, schaffe ich den echt so? Ach komm. Bro. Aber Schaden macht er nicht. Ja, gut, man muss eigentlich auch bedenken, ich habe nur 9 Rüstungen. Mach mal den Kampfreis. Und ich sollte echt langsam mal kochen. Na, egal. Also noch einmal in die Luft fliegen und den angreifen. Rebadi. Und du bist down. Also, es war einfach viel zu einfach. Ich erwarte für den dritten Titan eine Steigerung eigentlich. Die hätten es ja so regeln können, dass egal mit welchem Titan man anfängt, sich nach jedem Titan einfach die Schwierigkeit steigert. Und nicht einfach sagen, ja, der ist schwer, der ist einfach, der ist in Ordnung und dann kommt der Schwerste zum Schluss. Man kann natürlich auch den Schwersten zum Schluss machen, aber hä? So wie wir jetzt gemacht haben, der Schwerste kommt auch zum Schluss. Weil der Schwerste ist derjenige in der Gerudo-Wüste. Oh Mann, so einfach muss es doch nicht sein. So ein System, wo man einfach, egal mit welchem man anfängt, einfach sich steigert, das wäre doch schön gewesen, aber naja, ich bin ja nicht der Entwickler. Aber naja,
Man kann sich ja nicht beschweren. An sich ist es trotzdem ein richtig geiles Game, aber manchmal ist es einfach zu einfach. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, weil es auf eine jüngere Zielgruppe angesteuert ist, ne? Und damit haben wir unser 16. Herz. Unsere zweite Leiste. Das habe ich bis jetzt auch nicht angesprochen. Bevor es den DLC gab, musste man sich entscheiden für 30 Herzen oder 3 Ringe Ausdauer. Weil du konntest nie beides vollmachen. Jetzt mit dem DLC kann ich beides auf vollmachen. Aber naja, jetzt schließen wir erst mit dem Titan ab. Wie ist die wenn die Steuerungseinheit aktiviert wird, kannst du diesen Titan nicht mehr betreten. Ja, aktivieren. Du hast ihn wirklich besiegt? Angeber. Aber gut, immerhin hast du meine Seele damit befreit und Medo ist auch wieder in unserer Hand. Nicht schlecht für deine Verhältnisse. Als Belohnung werde ich dir meine vollendetste Kunst schenken, die Kraft Aufwinde entstehen zu lassen. Ihr Name lautet Rivalis Sturm! Für meinen Teil werde Medo in Gang setzen und den Angriff auf Garnon vorbereiten. Wenn du dann in Schloss Hyrule mit ihm kämpfst, kannst du auf unsere Hilfe zählen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Na los, dann geh schon. Gibt doch noch ein paar Sachen zu tun, oder? Die Prinzessin. Sie wartet schon ein ganzes Weilchen auf dich. Gut, Medo. Das Ziel haben wir erfasst. Wir müssen Garnon mit Adleraugen im Blick behalten. Wenn Link gegen ihn kämpft, kriegt er dann eine gewaltige Ladung ab. Ich hoffe, du hältst bis dahin durch. Naja, 100 Jahre haben wir ja schon zusammen gewartet. Das schaffen wir den Rest auch noch. So langsam muss ich wohl zugeben, dass er gar nicht schlecht ist. Er hat es in diesen Titanen geschafft, dabei kann er nicht einmal fliegen. Er hat vollbracht, woran ich gescheitert bin. Er ist von uns beiden der Stärkere. Link, du bist der Schlüssel, du warst es immer. Thank you.
Revali Sturm enthält die ungeschimpfte Macht Revalis. Sie lässt einen Aufwind entstehen, der dich weit in den Himmel aufsteigen lässt. Halte zum Aktivieren X gedrückt. Ja, und damit haben wir wohl schon wieder einen Titan erledigt. Holy shit, ne? Holy shit. Oh, heilige Scheiße, ne? Aber naja, geben wir mal dem Dorfältesten Bescheid. Oh, es freut mich, dich wohl aufzusehen. Ihr konntet Vamedo tatsächlich besänftigen, nicht wahr? Aber was frage ich mich? Er sitzt ja nun ganz friedlich dort oben über dem Dorf. Was für ein erhabener Anblick. Die Legende sagt, der Strahl des Titanen wird die Verheerung durchdringen. Vamedo wird von nun an die Schutzgottheit unseres Dorfes sein. Seine Legende ist mit deiner verbunden. Ho, ho. Ach ja, ich müsste noch eine Belohnung überreichen. Bitte nimm den Inhalt dieser Truhe. Du wirst sicher Verwendung dafür haben. Nachfahre des Recken. Mir fällt es jetzt erst auf. Dein Schwert. Ist das etwa das heilige Bannschwert? Du gleichst dem Recken der Hylianer, der vor 100 Jahren an der Seite von Revali gekämpft hat, bis ins Kleinste. Bist du etwa... Ja, ich bin der Richtige. Ich bin der Echte. Und da es Revali ist, wissen wir, was da drin ist. Also kann ich gleich meinen Bogen weghauen. Und ich muss echt mal wieder zu unserem Haus und die ganzen Belohnungen abgeben. Dann habe ich auch mal einen weiteren Platz, weil das ist ja von Daruk. Das muss ich einfach heute noch. Das bringe ich wahrscheinlich heute noch. Lass mal einfach den weg. Und jetzt gehen wir wieder auf den Balkrenbogen. Adlerbogen. 28x3, der einzigartige Bogen des Recken Revali. Im Luftkampf soll er schnell wie der Wind damit geschossen haben, sodass es niemand anders mit ihm aufnehmen konnte. Ah, und damit haben wir also den dritten Titan befreit. Naja, dann gucken wir uns jetzt nochmal im Dorf um, ob sich irgendwas getan hat. Und dann würde ich sagen, am Ende der Folge teleportieren wir uns nach Atheno. Und bringen erstmal die Sachen zum Haus und gucken uns nochmal in Atheno um, ob irgendeine neue Aufgabe für uns erschienen ist. Hm? Oh, der Häuptling hat also mit dir... Der Häuptling hat dir also den Adlerbogen anvertraut. Das Ding ist zu schwer, um es im Fliegen zu verwenden. Es würde mich viel zu langsam machen. Wenn ich genauso schnell und stark wie der große Revali wäre, sähe die Sache natürlich anders aus. Bei unserem Kampf gegen Medo konnte ich sehen, wie geschickt du mit dem Bogen umgehst. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dir den Adlerbogen zu geben. Du kannst sein volles Potenzial entfachen. Oder vielleicht nutzen. Möge er dich immer begleiten, zusammen mit dem Geister Orni. Nun denn, meine Wunden sind geheilt. Das ist mal wieder Zeit mit... Alter, ich lese, glaube ich, viel zu schnell einfach. Meine Wunden sind geheilt. Da ist es Zeit, mal wieder mit Tulin zum Flugplatz zu gehen. Ich hoffe, Tulin wird einmal ein tüchtiger Krieger wie der große Rivali. Viel Spaß. Komm, Tulin, wir gehen zum Flugplatz. Wirklich, Papa? Yippie! Also dann, Link. Wir sehen uns auf dem Flugplatz. Du kommst auch? Ja, du musst. Der wird uns wahrscheinlich dort eine Nebenaufgabe geben. Oder ein Minispiel. Kommt drauf an. Vielleicht ist ja die Nebenaufgabe im Minispiel. Ich weiß ja nicht. Aber naja. Damit ist... Oh, 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 du hast eine Nebenaufgabe mit der Orni. Guten Tag, Bella. Alle sagen, Vamedo greift uns nicht mehr an. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das gehört habe. Oh, ich habe dieses alte Lied gesungen, ohne es zu merken. Hast du mitgehört? Erzähl mir mehr. Oh, wie peinlich. In Ordnung, dann los. Der Orni-Turm. Schlank und schwarz. Die Mittagssonne enthüllt sein Herz. Das Lied hat noch eine Strophe, aber die fällt mir gerade nicht ein. Wenn du sie unbedingt hören willst, könntest du es einmal bei meiner Schwester Laisa versuchen. Das Rätsel des Orni-Lieds. Naja, jetzt gucken wir erstmal um, ob hier irgendwas zu tun ist. Der Häuptling hat dir den Adlerbogen überreicht, oder? Falls der Adlerbogen beschädigt wird oder dir abhanden kommt, kann ich dir einen Ersatz anfertigen. Bring mir dann einfach einen Schwalbenbogen, 5 Holzbündel und einen Diamanten. Alter, ich behalte lieber das Original. Hallo. Bella hat dir also gesagt, du sollst mich nach der zweiten Hälfte des alten Orni-Lieds fragen? Die hat wirklich ein Spatzenhirn. Ja, ist das geil. Die Witze passen ja wirklich zu den
zu den Völkern. So, jetzt. Nun gut, ich sing's dir vor. Unter einer Bedingung. Du musst mir die erste Hilfe fehlerfrei aufsagen. Auswendig, ich versuch's. Gut, dann los. Der Onitur und ein Sturm. Falsch, Turm. Ja. Ich versuch's. Der Orniturm. Richtig. Und weiter. Schlank und schwarz. Korrekt. Die Mittagssonne. Und die letzte Zelle. Enthüllt sein Herz. Das war alles richtig. Gut. Dann werde ich dir wie versprochen den Rest des Liebes beibringen. Das Herz des Turms. Es schläft so fest, dass nur Feuer es erwachen lässt. Es ist die zweite Hälfte des alten Onilix. Klingt sehr bedeutungsschwanger, was? Aha. Das hat mir wahrscheinlich einfach nur gesagt, dass da rein ist. Also bitte. Egal. Hast du noch eine Quest für mich? Wo bist du? Ja. Kiel, wo bist du? Unser Nesthäkchen Kiel ist verschwunden. Ich frage ihn, wo sie wohl sein könnte. Sie wird doch nicht zu den Brüderfelsen gegangen sein, um ihr Lied zu üben. Das ist doch viel zu weit weg, um ganz allein dahin zu gehen. So langsam machen wir wirklich Sorgen. Alter, geil. Mega. Einfach weitergehen. Muli, Fliegvogel, das habe ich ja schon, die Quest. Die habe ich schon angefangen oder angenommen von ihr. Jetzt muss ich gucken, habe ich hier noch irgendwo vielleicht ein Horny, der mir die Aufgabe gibt. Wenn nicht, dann geht's gleich zum Dorf von Latino. Ich hasse Singübungen. Was bringt das überhaupt, singen zu können? Den Bauch macht das auf jeden Fall nicht voll. Habe ich einen Kohldampf. Ich will Knusperlachs. Warum willst du Knusperlachs? Und was ist hier? Holzkelle. Wo habe ich die schon mal fotografiert? Hä? Egal. Egal. Fuck, ich Idiot, hab vergessen, Warmedo zu... Den Titan... den... ich hab vergessen, den Flug zu fotografieren. Dann bringt's ja gleich wieder doppelt, wenn wir zu Hateno gehen. Da ist nix, dann teleportieren wir uns gleich zu Hateno, zum, Dingen. Zum Hateno-Institut, jetzt. Hallo, guten Tag. Bist du zufällig auch auf Reisen? Ja. Dachte ich es mir. Wie gefällt es dir hier im Dorf der Orni am besten? Mir gefällt immer schon, wie schlicht hier alles ist. Aber für die Flitterwochen war das wohl die falsche Wahl. Meine Frau meckert in einem Fort, es ist zu kalt, hier gibt es nichts zu tun. Oh weh. Wenn es so weitergeht, sind wir am Ende der Flitterwochen schon wieder geschieden. Ich muss Rostöpfel machen, damit meine Braut mich wieder mag. Deshalb brauche ich Feuersteine, um Feuer machen zu können. Aber du hast keine dabei, oder? Hallo, guten Tag. Dieser verbrannte Geruch. Sind das etwa Feuersteine? Verkaufst du mir einen davon? In Ordnung. Ja, danke. Nimm das hier als Bezahlung. Ein Huni. Genial. Jetzt kann ich Rostöpfel machen. Ich will noch viel weitere Rostöpfel machen. Also bring mir viele Feuersteine, so kannst. So viele, wie du kannst. So, jetzt egal. Dann gehen wir noch zum Feuer und kümmern uns um die andere Quest, die wir machen können. Und dann gehen wir zum Hateno-Institut, weil dann kann ich euch auch zeigen, wie man Bilder kaufen kann. Vielleicht ist da zufälligerweise das vom Fluch dabei, weil das habe ich jetzt total vergessen. In die Hand. Röstapfel. Ich will noch ein paar machen. Kochobst, gut. Das wollte ich nicht. Scheiß drauf. Mach mal ein paar mehr, weil ich weiß noch nicht, wie viel sie will. Das wollte ich nicht. Mann! Und so wie es ausschaut, wird es doch nichts mit Hateno die Folge noch. Dann machen wir das nächste Folge. Moment, das müsste doch auch so fehlen, oder nicht? Moment, ich habe eine andere Idee.
Tatsache, funktioniert auch so. Easy. Dann machen wir jetzt noch die Quest und die nächste Folge beginnen wir dann am Hateno-Institut, um euch zu zeigen, wie man die Bilder kaufen kann. Und dann gucken wir auch noch zum Haus, platzieren da unser Teleport-Medaillon und hängen die ganzen Waffen auf. Rostöpfel, da muss ich jetzt echt ins Tagebuch gehen für echt. Durfte auch nie. Ja. Oh, ich bin doch richtig gewesen. Passt. Tach, wa? Hm, was duftet denn da so? Du hast Rostöpfel dabei, wa? Gibst du mir einen davon? Ich gebe dir auch etwas dafür. Na klar. Oh, wirklich, danke. Halt mal deine Hand auf. Auch ein Honi. Hat mein Mann das Geschmack gemacht? Hat mein Mann den gemacht? Naja, eigentlich egal, solange er schmeckt. Rostäpfel kann ich immer essen. Bring mir noch mehr davon. Ah ja, haben wir wenigstens schon mal zwei Quests geschafft. Und ich würde sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir zum Hateno-Institut gehen, weil ich habe jetzt echt das mit dem Bild verprasselt. Ich habe extra sogar ausgewählt und einfach kein Bild gemacht. Mal gucken, dann zeige ich euch, wie man da Bilder kaufen kann und dann gehen wir zum Haus und gucken, ob da irgendwelche neuen Nebenmissionen dabei sind. Also dann, ciao, euer Gladius.